raus. Ja, schön wär's. Bist du ready? Ja, mach du erst. Wird nicht klappen. Bam. Reini? Ich kann's nicht benutzen. Ich hab grad einen verloren. Reini, bei mir geht das nicht. Rein und raus. Ja, schön wär's. Bist du ready? Ja, mach du erst. Wird nicht klappen. Fuck! Siu! Siu, es hat funktioniert! Oh mein... Was ist das? Ist das ein... Das ist ein Drachenkopf. Siu! Hallo? Hä? Siu, es hat funktioniert, komm hinterher, hallo! Hallo? Siu! Hallo? Hallo? Hä? Siu! Hallo? Junge, was ist das hier? Warum kommt der nicht rein? Ja, die Chorusfrau hat ihn wahrscheinlich erstmal woanders hin teleportiert. Ich habe jetzt auch nur noch eine. Ich weiß nicht, soll ich... Ich glaube, ich gehe noch mal kurz raus. Ich gehe noch mal kurz raus und dann, You're not permitted to leave this area? Aber ich bin doch reingekommen. Siu, hörst du mich? Oh mein Gott. Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Boden? Und warum ist hier ein Drachenkopf? Der ist so. Das sieht so aus, als wäre der so ein Eis eingefroren. Hallo? Bist du am Leben? Werter Herr Drache? Ich bin Drachenwächter. Ich bin Reini. Guten Tag. Junge, aber dieser Raum. Kann ich mich hier. Okay, ich kann hier auch nicht durch. Ich kann hier nirgendwo raus oder was? Ich nehme mal kurz eine Spitzhacke. Sehe ich da was? Ich glaube, ich sehe da eine Höhle ganz kurz oder sowas. Aber sonst auch nichts. Was ist das für eine... Wo bin ich schon wieder? Das ist so krank. Warum passiert mir immer sowas, Mann? Beim letzten Mal war ich mit einem Raum mit so einem Kiro, der komplett am Durchdrehen ist, der dann auf einmal verschwindet. Jetzt bin ich hier so alleine. Siu kommt nicht hinterher. Ist das hinterm Portal oder was? Ich habe mich ja jetzt gerade ins Portal rein teleportiert. Oh mein Gott. Nicht rein? Error. Ich bin einfach im Maul eines Drachens. Hallo? Was mache ich denn jetzt? Mira? Mira, hörst du mich? Mira? Mira ist auch nicht da. Oh mein Gott. Hallo? Lass mich doch hier raus. Vielleicht kann ich mich mit der Enderperle oder sowas... Nee, funktioniert auch nicht. Natürlich funktioniert die Enderperle auch nicht. Aber was soll ich denn jetzt hier machen? Gehen wir mal kurz die Möglichkeiten durch. Also, beziehungsweise, was könnte passiert sein? Wir haben dieses Portal gesehen, dieses riesige Drachenportal, was alle schon im Stream gesehen haben. Und als ich eine Chorusfrucht da gegessen habe... Bin ich quasi in das Portal reingegangen oder hinter das Portal und das ist dieser Raum? Das Ende des Portals ist dieser Raum mit diesem Drachen drin. Siu kommt anscheinend nicht hinterher, weil wahrscheinlich seine Chorusfrucht irgendwie in eine andere Richtung teleportiert hat oder so. Ist ja immer Glück, in welche Richtung man teleportiert wird. Heißt, ich bin hier jetzt erstmal alleine drin, weil ich auch keine Chorusfrucht mehr habe. Ich kann natürlich mal versuchen, hier den Ender-Chest zu platzieren, aber das wird natürlich auch nicht funktionieren. So, was haben wir für andere Optionen? Wir haben jetzt hier, okay, ich habe Goldäpfel, Stärketränke, halb kaputten Bogen, super, toll, ey, yeah. Ich glaube, wir müssen... Aber warum ist Mira... Mira ist halt auch nicht da. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich muss halt warten. Siu, besorge eine Chorus... Ich glaube, das wird so geschrieben. Frucht und komm hinterher, bitte. Ich bin eingesperrt. Ich bin eingesperrt. So. Wir müssen jetzt einfach warten, bis Siu irgendwie... Ich wüsste auch nicht, ob hier... Ist hier ein Rätsel oder sowas? Ich guck mir das Ganze mal an. Ich guck mir das Ganze nochmal an. Also, ich konnte hier auf den Drachen relativ weit hochklettern. Wenn ich hier jetzt so lang gehe...
Komme ich da irgendwie woanders hin? Anscheinend nicht. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, so, warte, ich kann ja einfach mit Elytra fliegen. Warum fliege ich nicht mit Elytra? Okay, mit Elytra kann man hier fliegen. Das ist auch eine Seltenheit bei irgendwelchen komischen Sachen. Also, ich bin mit Elytra jetzt hier hochgeflogen. Aber hier ist halt auch... Der hat den Nasenring? Der Nasenpiercing, der Drache. Das ist crazy. Naja, aber hier oben ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich muss bestimmt... Es ist halt immer so, ich muss bestimmt irgendein Rätsel lösen, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch irgendwas aufgefallen ist. Irgendwas, was sagen könnte, ey, okay, so komme ich hier raus. Weil es gab bis jetzt immer eine Möglichkeit. Ich sehe hier nur leider gerade, das ist ein komplett leerer Raum. Nur dieser Drachenkopf ist hier. Und sonst sehe ich hier eigentlich wirklich nichts. Ich guck mal kurz nochmal. Da ungefähr habe ich gestartet. Ich gehe nochmal kurz dahin. Guck mal kurz. Hallo, hier. Reini. Hä? Was ist das? Hallo? Was ist das? Ist das eine Fee? Ich glaube, ich habe das bei Unheil 0 schon mal. Jo, hä? Bei Unheil 0 war das auch schon mal. Aber. Ja, ich habe gesehen, dass da ein Drache ist. Fühlst du mich jetzt zum Drachen oder was? Okay, und dann. Yo! Das ist einfach reingeflogen. Okay, ich geh ins Drachenmaul. So. Hä? Ist es weg? Jetzt bin ich hier schon wieder und was soll ich jetzt machen? Wo ist diese Fee hin? Hallo, Reini. Hä? Die Stimme schon... Wer bist du? In der Menschensprache würde man mich wohl die Mutter aller Drachen nennen. Mutter aller Drachen? Ihr seid schon stark und ihr werdet auch noch um einige stärker werden. Aber ihr braucht noch Unterstützung. Einen weiteren Wächter, der an eurer Seite kämpft. Ein weiterer Wächter? Aber wer soll denn dieser weitere Wächter sein? Triff eine Wahl, folge dem Licht und ihr werdet siegreich sein. Meine Wächter. Eine Wahl treffen? Dem Licht folgen? Was soll ich denn für eine Wahl treffen? Und ein weiterer Wächter? Leute, ein weiterer Wächter? Wer wird denn der weitere Wächter werden? Und wo soll ich mich entscheiden können? Irgendwas wird mit Licht gesagt. Ist hier irgendwas drin passiert? Okay, hier drin ist nichts. Warte, ich geh mal kurz raus. Hier irgendwas? Okay, hier sind halt ganz viele Lichter. Hier sind halt überall Sea Lanterns und sowas. Aber was ist mit zum Licht gehen gemeint? Oben ist halt Licht. Ich könnte nach oben fliegen zum Beispiel. Hier in der Ecke ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Hier kann ich immer noch nicht raus. Also, wir haben das Rätsel Folge dem Licht. Es wurde gesagt, folge dem Licht. Ich denke mal, das wird quasi erklären, wo wir hingehen sollen. Aber dadurch, dass hier halt so viel Licht ist, ich fliege einfach mal nach oben. Ob ich hier oben irgendwie was sehe. Irgendwie. Aber. Ich will jetzt hier auch nicht zu hart gegenfliegen. Oh. Was ist das? Das war vorher noch nicht da. Die Bücher. Das sind wieder Bücher. Und eine Schalker-Chest. Aber. Also das muss der Raum sein, der gemeint ist mit Folge dem Licht. Folge dem Licht und ihr werdet siegreich sein. Oder irgendwie sowas in die Richtung, hat sie gesagt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau. Ich habe es irgendwie schon vergessen. Okay, in der Schalker-Chest sind grüne Glasscheiben und rote Glasscheiben. Aber ich kann die nicht rausnehmen, egal wie oft ich klicke. Okay, ich kann auch nichts tauschen oder so damit. Kann ich was hier reinlegen? Okay, ich kann nichts reinlegen oder rausnehmen. Okay, wir gucken uns mal die Bücher. Das sind schon wieder Namen. Kiro, Beule, Timmy, Muni, Tobi, Zitashi, Tridan. Fragezeichen? Warum Fragezeichen? Okay. Pishta, Kianis, Alpha Steinchen, Lel Snoopy, Lukas, Ente, Stace und Chaos Flo. Das sind, glaube ich, das sind fast alle Leute, die auf der Insel sind. Die
Es sind, glaube ich, diesmal sogar mehr Bücher als beim letzten Mal. Und ich muss mich wieder entscheiden, oder was? Aber diesmal habe ich nicht irgendwie so ein Lesepult, wo ich das reinpacke, sondern diese Schalker-Chess. Was bedeuten die Farben? Also wir haben hier hellgrünes Glas. Ich denke, aber, muss ich mich für, oh mein Gott. Wir haben ja, Leute, wir haben ja 6 Elementardrachen. Und da sind, wir sind jetzt schon 2 Drachenwächter. Und hier sind noch 4 Slots frei. Aber ein Slot ist rot, das verstehe ich noch nicht ganz. Da sind 4 Slots frei, aber ein Slot ist rot. Also ich kann mich entscheiden, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass ich mich entscheiden kann, also dass ich 4 Leute mir auswählen kann, die Drachenwächter werden. Die dann mit uns diese Mission machen müssen, um am Ende irgendeinen krassen Drachen oder sowas zu bekommen. 4 Leute kann ich mir auswählen. Okay, wenn ich hier jetzt mal so durchgehe, also Kiro fällt raus auf jeden Fall, Beule fällt auf jeden Fall raus, Timmy weiß ich auch nicht so, Muni, okay. Tobi sehe ich da auf jeden Fall, Zitashi ist gerade auch ein bisschen verrückt geworden, aber trotzdem immer ein guter Freund gewesen. Tridan, natürlich, so braucht man gar nicht fragen. Fragezeichen, bin ich mir komplett unsicher? Pishta, Kianis, Lukas, Lil Snoop fällt natürlich raus, Alpha Scheinchen fällt natürlich raus, Flo auch sehr gute Wahl, Ente und Stays. Okay, also, wenn ich das mal logisch angehen würde, würde ich natürlich Beule, Kiro und alle Höllenkrieger erstmal raus. Aber, wenn ich überlege, was ist, wie, da wurde gesagt, glaube ich, im Rätsel wurde gesagt, ich kann mir eine weitere Person aussuchen. Beziehungsweise, wir brauchen einen weiteren Verbündeten, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste später mal in die Aufnahme reingucken, um zu gucken, was genau gesagt wurde. Also, wenn ich so nachdenke, wir haben hier 3. Ich würde jetzt hier bei den Grünen tatsächlich, glaube ich, 3 Leute mir aussuchen, die ich mir vorstellen kann als Drachenwächter. Und bei dem Roten würde ich irgendjemanden nehmen, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Heißt quasi, ich mach 3 zur Auswahl. Vielleicht müssen sich auch selber entscheiden, ob die überhaupt Bock haben. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, das sind die jetzt. Vielleicht mache ich hier quasi nach der Reihenfolge, was ich machen würde. Nach der Reihenfolge, wie ich die Leute sehen würde. Und dann hier bei der roten Glasscheibe quasi mache ich jemanden, den ich gar nicht, wo ich sagen würde, keine Ahnung, irgendwie jemanden wie Beule oder sowas. Den sehe ich halt gar nicht als Drachenwächter. Irgendwie sowas würde ich, glaube ich, machen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das machen werde. Und zwar, also, kann ich die Bücher einfach rausnehmen? Ich nehme alle Bücher raus von Leuten, die mir jetzt im ersten Moment, okay, ich kann da sogar noch was reinschreiben, theoretisch. Das ist nicht signiert. Okay, von allen Leuten, wo ich sage, im ersten Moment, okay, kann ich mir vorstellen. Fragezeichen nehme ich mir auch mit. Das weiß ich gar nicht, was das sein soll. So, und dann sage ich gleich auch noch mal kurz was zu den Leuten. So, wie viel Platz habe ich noch? Okay. Mein Gott, ich drücke die ganze Zeit Escape. Die beiden nicht. Flo auf jeden Fall. Und Tridan. Ich glaube, das sind so die, wo ich sage, ey, okay, Stays vielleicht noch. Aber das sind, wie gesagt, also Stays vielleicht noch, das hört man schon. Es wäre jetzt nicht in meinen Top 3. So. Wir sortieren das Ganze mal. Okay, so irgendwie ein bisschen cooler. So, zack. Och man, jetzt sehe ich das gar nicht, wenn ich drüber habe. Okay, dann machen wir das so. Also, Pishta ist halt ein Sonnenkrieger und er hat am Wochenende ins Auge geguckt. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob er jetzt gerade am Durchdrehen ist. Tobi muss ich in die engere Auswahl packen. So. Tridan auch auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Alleine schon wegen seiner Kampfkraft, die er aktuell beweist. Zitashi einfach nur aus der Vergangenheit auf jeden Fall auch hier in der engeren Auswahl. Fragezeichen kommt eigentlich erstmal raus. Chaos Flo auch in der engeren Auswahl. Kianis. Also versteht mich nicht falsch, Leute. Ich packe Kianis auch in die engere Auswahl. Aber Kianis ist halt ein Sonnenkrieger. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so...
Weiß ich nicht, das passt nicht ganz. Okay, dann haben wir noch Lukas, eigentlich auch in der engeren Auswahl. So, dann haben wir die beiden Bücher, die packe ich mal wieder weg. Pischter, ich kann es nicht zurückpacken. Oh mein Gott, ich kann es nicht zurückpacken. Okay, dann war das vielleicht eine dumme Entscheidung, das rauszunehmen. Okay, Pischter und Fragezeichen lasse ich jetzt erstmal raus. So, dann haben wir Tobi. Tobi ist halt ein echt guter Freund auf jeden Fall. Und jemand, auf den man sich 100% verlassen kann. Ich gehe mal nach der Reihenfolge, wie ich es machen würde. Okay, wir haben hier glaube ich. Nein, falsch. So, Flo, falsch. Ich hab's komplett. Tridant, so. Ich sag ehrlich, wenn man wirklich von links nach rechts liest, würde ich Tridant als erstes hier reinmachen, weil Tridant ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann eigentlich. Und halt von der Kampfkraft, man hat es ja gesehen in den letzten beiden Streams, beziehungsweise am Wochenende, in den letzten beiden Wochenenden, hat man ja gesehen, das Team, wo Tridant dabei war, hat gewonnen. So, und wenn er jetzt bei uns dabei ist, haben wir gewonnen. So, nein, aber es ist halt, also Tridant ist halt wirklich sehr, sehr, sehr stark. So, als nächstes haben wir Tsitashi. Tsitashi schwierig im Moment, aber sonst eigentlich genau das, was ich bei Tridant gesagt habe, wäre bei Tsitashi, wenn er nicht gerade halt so ein bisschen durchdrehen würde. Dann haben wir Tobi. Wie gesagt, Tobi einfach jemand, auf den man sich zu 1000% verlassen kann eigentlich, wenn er nicht manchmal Informationen vorwegnehmen würde. Also, beziehungsweise nicht vorwegnehmen, sondern vorenthalten würde. So, also er hat manchmal wirklich Sachen, er weiß mehr und dann sagt er das nicht und dann ist so, warum sagst du das nicht? Und dann so, ja, ihr müsst selber rausfinden. Und es ist so, es ist ein bisschen schwierig. Aber sonst, also an sich kann man sich halt 100% auf ihn verlassen. Das ist gar keine Frage. Ich weiß halt nur nicht, kampfkrafttechnisch ist halt auch nicht der krasseste, ohne es böse zu meinen, Leute. Das soll hier gar kein Front an irgendjemanden sein. Alle, die ich jetzt hier in die Dings getan habe, sehr korrekte Leute. Chaos Flo ist halt auch sehr stark, so wie Tridant und Tsitashi, wie ich das gerade bei denen hatte. Leider sehr selten da, deswegen ist so ein bisschen. Chaos Flo ist halt sehr, sehr selten da. Deswegen ist immer ein bisschen schwierig, da mit ihm zu rechnen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, sie und ich ballern spätestens jeden zweiten Tag irgendwie was zu diesen Wächtern raus und wenn wir dann diese Fragmente schnell sammeln wollen und sowas, dann muss halt aktiver was kommen. Kianis ist halt, wie gesagt, Sonnenkrieger, aber Sius Bruder und halt jemanden, auf den man sich 100% verlassen kann, stark im Kampf und deswegen ist er auch auf jeden Fall da. Und Lukas. Das ist halt schwierig. Lukas ist, glaube ich, das gleiche wie bei Flo. Ich würde, glaube ich, sagen, ey, hier, Flo und Lukas kommen erstmal weg, weil sie halt leider gerade nicht so aktiv sind. Aber dann hätten wir noch, also dann hätten wir jetzt Kianis, Tsitashi und Tobi. Und ich sag ehrlich, auch wenn Tsitashi gerade nicht bei bester Verfassung ist, würde ich ihn auf die 3 packen, weil für mich geht das gerade so, heißt, wir haben quasi danach die Möglichkeit, die Leute zu fragen. Wie gesagt, man muss sie ja erstmal fragen, ob die überhaupt Bock haben. So, und da wäre dann quasi erst wird Tridant gefragt, dann wird die nächste Person, die ich hier jetzt gleich reinpacken werde, gefragt. Und dann am Ende wird Tsitashi gefragt. Und so fände ich das auch. Wenn die anderen beiden oder wenn die anderen Nein sagen, okay, dann würde ich auf Tsitashi da setzen. Weil ich habe immer noch die Hoffnung, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass Tsitashi wieder gut werden wird. Und darauf muss man auf jeden Fall setzen. Wir müssen ihn auch einfach dabei unterstützen. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viel dafür getan, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, weil ich nicht da war. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er sich so verwandelt hat. Erst im Stream am Wochenende. Jedenfalls haben wir noch Kianis und Tobi. Jetzt ist halt die Frage. Beides sind halt Sonnenkrieger, muss man sagen. Und Siu zuliebe würde ich, glaube ich, in dem Fall auf Kianis auf jeden Fall setzen, weil er auch nochmal diese Kampfkraft hat und man hat zusätzlich diesen Aspekt mit, man kann sich auf ihn verlassen. Deswegen würde ich Kianis auch noch in das Dings packen. Heißt, wir haben jetzt drin Tridant, Kianis und Tsitashi. Und jetzt halt meiner Theorie nach, ich sortiere nochmal kurz, meiner Theorie nach muss ich jetzt jemanden auswählen, wo ich mir denke, okay, die Person kann es halt gar nicht sein.
Und da will ich gar nicht dran lang drum rumreden. Also erstmal entweder würde ich Kiro nehmen oder Snoopy. Kiro ist halt auch gerade komplett am Durchdrehen, aber ich finde, Kiro hat immer noch so ein bisschen was, so diesen Ansatz von einem guten Kern, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber jetzt abgesehen von Shatawa vorher und sowas, er hatte immer diesen Ansatz, man konnte mit ihm vernünftig reden, was halt bei der Person, die ich jetzt in der Hand habe, Snoopy, gar nicht der Fall ist. Wenn man mal zurückdenkt, was er Sue und so allem angetan hat, ist für mich die Überlegung eigentlich gar nicht lang. Snoopy kommt auf gar keinen Fall zu den Drachenwächtern. Und ich würde sagen, das ist auch meine Entscheidung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entschieden hättet. Ich dachte jetzt eigentlich, irgendwas passiert, wenn ich das da rein tue. Hallo? Okay. Dann gehe ich mal raus. Ich hoffe, die Entscheidung wird so angenommen. Und komme ich jetzt raus? Hallo? Oder muss ich jetzt warten, bis ein neuer Drachenwächter geboren ist? Naja, Leute, ich würde sagen, ich beende hier das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Ich lasse das einfach mal einen Tag oder so ruhen. Und dann logge ich mich morgen wieder ein und gucke, was dann passiert ist. Ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr euch anders entschieden hättet, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch so wie ich entschieden hättet, schreibt gerne auch in die Kommentare, warum ihr das auch so gemacht hättet. Wir hören uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you heal up, will up, bring it back, come rewind. Time to have your X-Men back on your line. But I'm a real player, never act like you're mine. Leave you disappointed, you gon' act like you're fine.